Ah, der natürliche Lebensraum in der Urzeit der Unterwasserwelt. Heute beobachten wir einen Urzeitseestern auf der Jagd. Sein natürliches Jagdverhalten ergibt sich, indem wir ihn einfach mal beobachten mit seiner außergewöhnlichen Waffe. Tada! 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 Qualle! Yum yum! Ha! Pata! Pata! SpongeBob, ich finde das gar nicht so schlimm, einen Bierbauch zu haben. Okay. Ich wollte schon immer eine Vaterfigur. So, Patrick, das ist der Streichepalast. Hier kriegen wir alles, was wir brauchen. Oi. So viel Zeug. Schau mal, das ist Frank. Hey Frank, hast du irgendwas Neues für uns? Da ist ja mein Lieblingskunde. Schau mal, was ich heute hab. Kaugummi. Lecker. Haha, explodierender Kaugummi. Hast du noch irgendwas anderes? Sag mal, was würde ich denn für einen Dollar kriegen? Für einen Dollar kriegst du einen falschen Dollar. Der sieht genauso aus wie ein echter Dollar, nur es ist ein falscher. Hast du noch irgendwas anderes? Wie wär's mit falscher Kotze? Ach Mann, hast du nicht irgendwas Gutes? Ich hätte was Gutes. Aber das ist wirklich nur für zwei richtige Scherzbeute. Die sind echte Scherzbeute. Na gut, dann hätte ich Unsichtbarkeitsspray, nur 1,99. Damit erschreckst du wirklich jeden. Oh Mann, Patrick, das brauchen wir. Los, SpongeBob, kauf es. Aber Vorsicht, es macht Flecken. Darf ich zuerst? Patrick, ich hab's gekauft. Ich darf's zuerst benutzen. Hey, Patrick. Aber vergiss nicht, ihr habt gesagt, das macht Flecken. Oh, gut mitgedacht. Na, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ich seh dich gar nicht. Patrick, wir sind ja doch unsichtbar. Mein Freund hat mich letztes Mal im Einkaufsladen gefragt, ob sie mir peinlich ist. Und da habe ich gesagt, sie soll mich doch nicht in der Öffentlichkeit ansprechen. Endlich ist sie soweit. Wir treffen unsere Helden. Genau, ich bin Blaubarsch Bube. Und ich bin Meerjungfrau Mann. Hallo, wir würden gern unsere Helden treffen. Ja, sind sie da? Wen wollt ihr treffen? Ach so, ja, na klar, einmal durch, aber vergisst nicht, hier erschreckt lieber keinen, ja? Einfach ganz ruhig und alles gut. Siehst du die, Patrick? Ja, Blaubarschbube und Meerjungfraumann. Ihr seid es. Ihr seid wirklich Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Wir sind eure größten Fans. Seh mal, sind das die Fernsehtechniker? Wisst ihr noch damals, wie ihr das Böse bekämpft habt? Ihr sagt doch mal, es ist Böses im Busch. Böses im Busch? Böse. Würdest du bitte das nicht mehr sagen? Ich hab doch nur gesagt, es ist Böses im Busch. Böse. Das hat ja toll funktioniert. Aber nein, Patrick, sie müssen nur wieder in ihre alte Form kommen. Ob wir das hinkriegen? Die sind halt so alt. Alte Menschen sind das Tollste auf der Welt, Patrick. Ich habe mir letztes Mal einen Stift gekauft. Der kann unter Wasser schreiben. Aha. Andere Wörter kann er aber auch schreiben. Das war's wieder mal heute mit einer Folge von SpongeBob. Wir werden das Ganze beibehalten, das heißt, jede Woche könnt ihr euch auf eine Filmfolge freuen. Von daher abonniert noch gerne den Kanal, um immer auf dem laufenden Stand zu bleiben. Schreibt mir auch mal gerne, welche Folge bei SpongeBob deine Lieblingsfolge ist, dann werde ich in Zukunft mal darauf eingehen und das Ganze auch in Minecraft verfilmen. Aber ansonsten war's das hier, schau noch gerne dir das nächste Video an und dann hören wir oder sehen uns wie immer zum nächsten Video wieder. Also haut's rein und ciao!